Willkommen zurück zu einem neuen Pilates Burn Video. Mein Name ist Elvira und ich mache diesen YouTube- und Instagram-Kanal der Pilates Babe. Und es gibt hier jede Woche ein neues Pilates Burn Video. Die Videos, also die YouTube-Videos, die sind eine Mischung aus dem klassischen Pilates und Fitnessübungen. Und solltest du Interesse am wirklichen klassischen Pilates haben, dann schau sehr gerne mal auf meiner Website vorbei. Ich unterrichte wöchentlich einige Zoom-Stunden. Das heißt, du kannst von überall auf der Welt eigentlich teilnehmen. Wie du dich dafür anmelden kannst und wie das Ganze funktioniert, findest du auf meiner Website und kann euch alles sehr gerne unten in die Infobox verlinken. Ansonsten machen wir heute ein Leg Workout. Lediglich eine Matte und ein bisschen Zeit und ein bisschen am Platz und dann würde ich sagen, wir legen einfach los. Für unsere erste Übung komm mal auf deine rechte Seite und orientiere dich am hinteren Mattenrand. Wir stützen den Kopf mit unserer Handfläche gut ab und dann bring mal beide Beine an den vorderen Mattenrand, flex die Füße, oberes Bein, point the toes, leicht nach außen drehen und wir machen große Schläge nach oben, flexen tief und hoch, flexen tief, sehr schön und hoch, flexen tief und hoch, flexen tief. Für 8, flexen tief. Spanne Bauch an, 7, flexen tief. Und 6, flexen tief. Für 5, flexen tief. Lächeln nicht vergessen. 4, flexen tief. Und 3, flexen tief. Für 2, flexen tief. Und 1, flexen tief. Sehr schön. Zieh beide Knie zu dir heran. Die Beine sind im rechten Winkel. Und jetzt heb das obere Knie an und wieder schließen. Öffnen und schließen. Und öffnen und schließen. Bauch ist ganz, ganz fest. Für 8. Konzentrier dich. 7. Denk an was Schönes, sollte es brennen. Und 5. 4, 3, 2 und 1 und absenken, kurz atmen, sehr schön. Sollte es auf der Seite schon ein bisschen brennen, also ich spüre es schon, dann kannst du gerne ein bisschen das Gesäß auslockern auf der Seite. Und dann würde ich sagen, drehen wir uns auch schon auf die linke Seite für unsere Ballerina-Kicks. Das heißt, wir orientieren uns wieder am hinteren Mattenrand, machen wieder eine lange Linie, bringen wieder beide Beine nach vorne, oberes Bein pointen und los geht's. Hoch und tief und wieder hoch, flexen tief und hoch, flexen tief. Sehr schön. Der Bauch ist wie gesagt fest. Zieh die Bauchmuskeln nach innen und nach oben und dann machen wir da nur 7 Wiederholungen, ganz, ganz kontrolliert und ohne Stress. Für 6 und tief und 5, flexen tief. Für 4, flexen tief. Und 3, sehr schön machst du das. Und 2, flexen tief. Und 1, flexen tief. Super. Beide Knie heranziehen. Und jetzt Achtung, wieder das obere Knie öffnen und schließen. Und öffnen und schließen. Vertief den Bauch noch ein bisschen mehr. Und wieder öffnen und schließen. Für 8, atmen. 7, alles brennt. Für 6, super. Und 5, 4, 3 und 2 und 1 und wieder schließen. Super, auch hier wieder ein bisschen auslockern, sollte es recht brennen. Und dann drehen wir uns herum in die Tabletop-Position für unsere nächsten Übungen. Das heißt, wir schauen, dass unsere Handflächen unter den Schultern sind, wir jetzt den Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen. Die Knie sind unter den Hüften und jetzt streckt das rechte Bein mal nach hinten, point the toes und jetzt machen wir tief und hoch. Ist eigentlich eine kleine Bewegung, tief und hoch und tief und hoch. Schau zur Matte, verlängere die Wirbelsäule mit deiner Halswirbelsäule, sehr schön. Und 8, 7, 6, alles ist ganz fest. Für 4,
3, 2 und 1. Bleib oben, kleine Kreise. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Und Richtungswechsel. Schau, dass dein Becken stabil bleibt, parallel zur Matte. Für 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Und absenken. Langsam brennt die linke Gesäßhälfte. Wir strecken das linke Bein zurück und wieder. Tief und hoch. Und tief und hoch. Vertief die Bauchmuskeln nach innen und nach oben. Konzentrier dich. Und wir machen 8, 7, sehr schön, 6, 5, 4, 3, atmen, 2 und der letzte. Wir bleiben oben, kleine Kreise für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1 und Achtung, Richtungswechsel für 8, 7, fester Bauch, 6, 5, 4, 3, 2 und 1, sehr schön. Das Bein absenken, wir heben das rechte Bein zur Seite an und wieder schließen und Side Center. Side, Center. Den Kopf nicht fallen lassen und nochmal 8, 7, 6, pointed toes. Für 5, wir schaffen es. Und 4, sehr schön. 3, 2 und 1. Das Bein nochmal anheben, kleine Up and Downs. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kleine Kreise nach vor für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und Reverse, Richtungswechsel. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, und 1 und das Bein absenken. Linke Seite öffnen und schließen. Und öffnen und schließen. Hoch und Center. Für 8. Sehr schön. Lächeln. Atmen. 6. 5. 4. 3. Es brennt. Und 2. Und 1. Und dann nochmal anheben. Wir bleiben oben. Kleiner Palsis. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kleine Kreise nach vor. 8, 7, 6. Spann den Bauch an. 5, 4, 3, 2 und 1. Mische Gonsche Haas. Richtungswechsel. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Und schon wieder abstellen. Wir öffnen die Knie mattenbreit und setzen uns in eine Child's Pose. Atmen kurz durch und dann trink gerne einen Schluck Wasser. Und dann treffen wir uns gleich wieder für die Challenge. Solltest du heute zum ersten Mal hier mit mir trainieren, die Challenge bedeutet, dass wir 3 Minuten machen mit 3 Übungen ohne Pause. Das heißt, ich würde dich bitten, einfach durchzuhalten und nicht aufzugeben. Sollte es zu anstrengend sein, einfach mal kurz absenken, 1-2 Sekunden atmen und dann gleich wieder nach oben kommen. Es ist nicht so schlimm und ich würde sagen, wir starten gleich mit unserer ersten Übung und heute mal keine Plank Position. Ich kann selber gar nicht glauben. Wir machen Tabletop Position, rechtes Bein hebt nochmal zur Seite an und streckt zurück und ich würde sagen, los geht's. Und Side, Center, Rück. Und Side, Center, Rück. Und Side, Center,
Rück. Wir machen jede Übung einmal auf rechts und einmal auf links. Und zuerst machen wir die Übungen auf der rechten Seite. Das heißt, jetzt nicht wundern, wenn wir jetzt schon zur nächsten Übung übergehen. Das heißt, Bein bleibt oben, flex den Fuß, danke Kicks, hoch und tief, hoch und tief, hoch und tief. Genau, sehr schön. Atmen, atmen, atmen. Konzentriere dich, den Kopf nicht fallen lassen, nochmal den Nabel zur Wirbelsäule ziehen und die Bauchmuskeln ordentlich anspannen. Und 5, 4, 3, 2, 1. Das Bein nochmal strecken, Unterarm stützen mit Swing. Große Halbkreise von Mattenrand zu Mattenrand. Sehr schön, atmen nicht vergessen. Es bewegt sich nur dein rechtes Bein, alles andere ist stabil. Und wir haben hier nur 10 Sekunden. Atmen, atmen, atmen. 3, 2, 1. Wir kommen nochmal in den Vierfüßlerstand und gleiches Spiel auf links. Side, Center, Rück und Side, Center, Rück. Vertief den Bauch. Super, machst du das. Und atmen, atmen, atmen. Die letzte Minute bricht in 7 Sekunden an. Das heißt, wir versuchen es wirklich, jede Bewegung nochmal zu genießen und so genau wie möglich durchzuführen. Spann den Bauch an, point the toes, streck das Bein super schön in die Länge und dann komm wieder nach oben, flex den Fuß hoch und tief, Bauch fest. Sehr schön. Gut. Ich bin mir sicher, du machst das ganz, ganz toll. Konzentriere dich für die letzten 8 in dieser Position. Und dann fehlen uns nur noch die Mat Swings. 4, 3, 2, 1. Streck das Bein, Unterarm stütz und von Mattenecke zur Mattenecke kommen. Super. Atmen. Und bisschen noch. Das Becken bleibt wieder stabil, lass der Zeit nicht hudeln. Und die letzten 8. 3, 2, 1 und absenken. Schieb dich nochmal in die Child's Pose zum Durchatmen. Bisschen nach rechts und nach links wackeln. Und dann sage ich vielen lieben Dank fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal.